Jedenfalls kam der Hubschrauber. Das habe ich alles gar nicht mehr mitgekriegt, weil die Ärztin hatte mir Morphium gegeben. Am 7.9., da war der dritte, mittags beim Essen. Am 19.3., da kam der vierte Infarkt. Oh, ich dachte, wenn du jetzt die Treppe hochkämst, würdest du vom Dach springen. Ne? Ich war verzweifelt, ja, das ist nicht mein Leben gewesen. Also die Operation dauert ungefähr 1,5 Stunden. Man setzt bei dieser Operation, ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher, 3 Sonden über ein Gefäß, die Schlüsselbeinvene, ein und kann das unter Röntgendurchleuchtung kontrollieren, wo sich die Sonden befinden und kann dann die Sonden an der Stelle platzieren, wo sie am besten liegen sollten. Der Optimizer ist ein kardiales Stimulationsgerät, was über 3 Sonden mit dem Herzen verbunden ist und über 2 dieser 3 Sonden das Herz stimuliert, um die Pumpkraft des Herzens zu verbessern. Die Sonden werden dort über eine kleine Schraube befestigt im Herzen und dann im Grunde an das Gerät, den Optimizer, angeschlossen, der dann unter der Haut untergebracht wird und angenäht wird. Eigentlich eine relativ einfache Operation, ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher, mit dem einen Unterschied, dass wir dann noch das Gerät, den Optimizer, anschließen und testen, ob das in sich funktioniert, ob es zum gewünschten Effekt führt. Die entscheidende Wirkung ist eigentlich die, die nach mehreren Monaten erst eintritt. Das geschieht dadurch, dass ich nicht nur in dem Bereich, wo die Sonden liegen, sondern auch im weiter entfernten Bereich die Herzmuskelzellen verändern und auch in den weiter entfernten Bereichen dann irgendwann die Herzmuskelzellen kräftiger schlagen. Aber ich krieg Luft. Da sagt Dr. Dünnes, wirklich, Frau Glimmern? Ja, sag ich, krieg Luft. Gleich nachdem es eingebaut ist, ging es mir gut. Und das habe ich so zu verdanken, dieses Gerät. Sagt mein Mann auch immer, wenn du das Gerät nicht hättest, sagt er, wirst du schon lange nicht mehr leben. Als Folge der Behandlung mit dem Optimizer, der Herzmuskel kräftiger schlägt, hat der Patient weniger Beschwerden, weniger Symptome. Das heißt, er hat weniger Luftnot, ist leistungsfähiger und kann wieder normaler oder besser am täglichen Leben teilnehmen. Das ist ja das Hauptproblem bei diesen Patienten, dass sie so stark eingeschränkt sind, dass sie keine Treppe mehr hochgehen können, dass sie unter Umständen mit ihren Kindern oder Enkelkindern nicht mehr normal umgehen können, weil sie immer bei kleinster Belastung schon Luftnot kriegen und einfach nicht mehr können. Und das ist eben das, was der Optimizer dann ändern kann, wenn er erfolgreich eingesetzt wird, dass die Patienten dann wieder nahezu ein normales Leben führen können. Frau Glimmern ist eine Patientin, die als Folge von Durchblutungsstörungen am Herzen, also sie hatte einen Herzinfarkt vor Jahren, eine sehr schlechte Pumpfunktion hatte. Sie hatte eine Pumpfunktion von 25%, das heißt 25% der Menge Blut, die im Herzen ist, wird bei einem Schlag nur ausgeworfen. Und das hat sich dann glücklicherweise auch im weiteren Verlauf noch gebessert, sodass sie jetzt nahezu ein normales Leben fast wieder führen kann. Ah!